Ahoi, liebe Campingfreunde und diesmal direkt aus dem Schnitt. Wir Deppos haben mitbekommen, die Intro-Szene, also spiel den Anfang, den ich jetzt gerade wieder mache. Ja, der ist verloren gegangen. Es geht hier jetzt um das Video, das habt ihr schon gelesen, um den Campingplatz Praius. Es geht um Wintercamping und ja, das zeigen wir euch jetzt alles gleich nach unserem Intro. Gleich am Anfang, das wird ihr euch jetzt auch direkt eingeblendet, seht ihr die Rezeption und ein Restaurant. Das ist gleich am Anfang und in der Rezep, da könnt ihr ganz natürlich euch anmelden. Wichtig ist, guckt auf der Internetseite, die ist auch eingeblendet, entsprechend, dass ihr alle Informationen bekommt, was gerade gilt. Und ja, jetzt wollen wir uns aber richtig mal diesen Platz anschauen. In erster Linie natürlich Wintercamping, weil das ist so richtig, richtig schön im Winter da. Gleich hinter der Anmeldung befindet sich das erste Sanitärgebäude. Davon gibt es hier auf dem Campingplatz gleich 3 Stück. Und ich würde vorschlagen, wir blenden euch da jetzt einfach mal so ein paar Szenen ein, wie es so jetzt aussieht bei der Toilette und Duschen und so weiter. Ja, es ist alles natürlich in die Jahre gekommen, aber eins muss man auch sagen, es ist sehr sauber. Und das, glaube ich, freut uns doch alle. Waschräume haben wir hier. Auf der anderen Seite das gleiche. Nochmal. Duschbereich. Mit nochmal einzelnen Waschgelegenheiten. Und sogar hinten ein Familienabteil mit jeweils 2 Duschen. Dann noch die Toiletten selber. Und alles sehr sauber gehalten. Es ist so cool, hier im Winter auf diesem Campingplatz zu sein. Also ihr merkt, im Harz ist es endlich so, wie es sein soll. Schnee, Schnee, Schnee. Und dort hinten hin, das werden wir euch nachher richtig zeigen auf einer Drohnenaufnahme. Also Stefan hat richtig geile Bilder gemacht. Das ist der Pickfire-Teich, das heißt Angelfreunde. Da kann man wohl gut angeln, hat man uns öfters schon gesagt. Also, und da gibt es auch hinten extra Plätze. Das zeigen wir euch dann auch im Groben. Ja. Und richtig viele Parzellen gibt es hier, Strom gibt es am Platz, teilweise gibt es Wasser am Platz, natürlich jetzt im Winter nicht, das ist klar, aber richtig gute Parzellen und der Preis ist auch echt human, also es lohnt sich hier im Winter einfach mal herzukommen und dieses geile Wetter zu genießen. Ja, der Winter, der hat schon echt was Schönes für sich. Wir blenden euch da mal noch mal ein Bild ein von der Hütte, denn da sind so ein paar Eiszapfen dran. Natürlich gibt es dann auch an dem Wohnmobil solche Eiszapfen. Und ansonsten habt ihr hier auch solche Fässer, wo ihr drin übernachten könnt. Natürlich ist dort nicht, ich sag mal, eine Dusche drin verbaut und so weiter. Ihr habt dort die Möglichkeit zu schlafen. Und ich weiß nicht, ob es eine kleine Kochmöglichkeit gibt. Nee, gibt es nicht.
Aber zumindest drin zu schlafen und ansonsten das Leben hier auf dem Campingplatz natürlich im Sommer gerade auch so sehr schön zu genießen. Aber eine Heizung, die ist vorhanden. Ganz wichtig bei dem Wetter, nicht mit solchen Turnschuhen laufen. Ist eine Rutschgefahr hier. Also nehmt euch richtige Schuhe mit, wir waren wieder nur zu faul. Wir haben die richtigen bei, aber wollten wir nicht mitnehmen. Nein, wir wollten sie, dass sie nicht nass werden, weil wir sie nämlich jetzt wegpacken wollten. Genau, hier, das kann man gar nicht gut erkennen, aber ich laufe mal dahin und bin gleich weg. Der Zeltplatz. Genau, da gibt es die Zeltplätze. Im Winter würde ich das nicht machen, aber im Sommer ist es ja auch sehr schön hier und einmal große Wiese von hier bis da hinten zu den, was ist das da, Tanne, alle Zeltplätze hinter den Bäumen, richtig cool. Auch für die großen und für die kleinen Kogler gibt es hier eine schöne Feuerstelle, also mit Sitzgelegenheit. Ja, recht schön gemacht, gleich mit Grill, mit so einem Schwenker und so weiter. Kann man natürlich im Sommer besser benutzen als im Winter logischerweise oder wenn es nicht schneit, dann ist es sicherlich im Winter auch schön, ein kleines Feuer dort zu machen. Das Tolle hier am Campingplatz Praius ist, man ist hier sehr, sehr zentral an der Pixheier Mühle, am Bunten Bock. Und hier gibt es so viele Wanderwege, also man kann hier problemlos kleine Runde von einer halben Stunde, anderthalb Stunde bis zu 10 Kilometer laufen, also für Spaziergänge und gerade hier bei dem tollen Schnee richtig gute Idee. Auch im Bunten Bock gibt es eine tolle Rodelbahn, also Kiddies, ihr seid glaube ich hier sehr, sehr, sehr willkommen und selbst einmal direkt am Ausgang ist schon ein kleine Rodelbahn, eigentlich ist es ein Weg, aber Kinder können auch ruhig rodeln, wenn da keine Erwachsenen kommen. Also ihr könnt hier richtig viel erleben und das alles im richtig tollen Winter hier im Harz. Also kommt doch einfach mal her. So, nach einer tollen Spaziergang über den Campingplatz Praius werden wir uns gleich einen Tee gönnen. Gestern gab es Glühwein. Ja, lecker. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, was kostet das? So ein Stellplatz kostet pro Nacht für ein Wohnmobil oder für einen Wohnwagen mit Pkw 6,50 Euro. Und dann kommen natürlich noch Preise pro Erwachsene, Kurtaxe kommt dazu, Strom kostet 55 Cent die Kilowattstunde. Ja. Das seht ihr alles auf Camping, auf praius.de. Mhm. Internetadresse ist ja eingeblendet. Also da könnt ihr dann selber die Preise nochmal angucken, weil es gibt Nebensaison, es gibt dann Frühjahrssaison. Also das sind unterschiedliche Preise, lohnt sich jetzt nicht ins Detail zu gehen. Also wir beide würden jetzt circa für ein Wochenende 50 Euro bezahlen. Ja, ungefähr. Und absolut normaler Preis, finden wir super. Wenn nicht gerade Corinna hier ein bisschen rumwütet, gäbe es sogar eigentlich ein Schwimmbad. Das ja. Kennst du als Kind sogar noch. Da also, habe ich sogar schwimmen gelernt. Also, ja, also klappt da, gut da. Da muss es ein gutes Schwimmbad sein, aber aktuell natürlich nicht. Ob es wieder aufmacht, können wir auch nicht sagen. Aber wenn, ist das glaube ich ein Highlight, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon toll. Alternativ könnt ihr einfach im Pixar-Teich schwimmen gehen. Bei den Temperaturen weiß ich aber nicht. Aber im Sommer geht das ganz gut, denn es gibt hier so eine kleine Badestelle. Man muss aber allerdings sich schon Steinschuhe, also hier, nee, wie heißt das so schön? Also Schwimmschuhe. Ist, genau, also so ein Schwimmschuhe mitnehmen, weil das ist doch sehr steinig. Das ist halt so. Das sind halt die Seen im Harz. Genau, die Teiche, keine Seen. Die Teiche. So. Das soll es aber gewesen sein. Wie gesagt, die Plätze sind richtig groß. Da zeigen wir euch Bilder davon. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Kommt in den Harz, genießt es. Es ist so schön hier in Norddeutschland, oh ja, dieses zu erleben. In Hamburg haben wir schon gehört, die sind total neidisch darüber, weil sie Bilder gesehen haben aus dem Harz. Deshalb kommt hierher. Aber Achtung, das müssen wir auch noch sagen, in Corona-Zeiten, achtet darauf, der Stellplatz kann zurzeit nur 70%. Genau, denn es gilt hier 2G. Genau, oder es gibt dann irgendwie der 2G+. Informiert euch auf der Internetseite, da ist eigentlich immer alles beschrieben. Ja. Oder ruft vorher an, sollte man eh in Corona-Zeiten machen. So, noch was zu sagen? Nee. Dann wünschen wir euch viel Spaß hier im Harz. Kommt her und macht eine Schneeballschlacht. Und wenn ihr uns seht, weil wir sind ab und zu mal hier, bewirft uns nicht mit Schneebällen, aber ein Tee und ein Glühwein ist immer sehr gerne gesehen. Sprecht uns gerne an, wollte er auf jeden Fall sagen. In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt, schöne Schneeballschlachten und wir sehen uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.
And the